Ja. Oder verstehst du, was der rappt? Wenn Bum Bums ist down. Ja. Shoot you boom boom down. Das ist das, was man versteht. Ne? Aber den Rest, Informer, das auch noch. Und dann kommt ja. Der singt Das eigentlich, ich bin Farmer. kann auch sein. Ich bin Farmer und picke meine eigenen Schweine. Solange bis sie boom boom down fallen. Kann ja sein, dass er das rappt. Man wird es ja nicht verstehen. Nein! Leicht hätte ich Verschwommen. jetzt. Ja, da war so ein Typ, der so ziemlich anziehend ist. Und das war schön, Wo ist ne? denn du wieder mit umkämpft, ha? Naja, ich hätte es ja auch irgendwie geschafft, aber irgendwie habe ich nicht Schon wieder aufgepasst. voll. Warum ist er die ganze Zeit voll? Ich schmeiße die ganze Zeit doch was ab, hä? Okay, weil ich unheimlich viel Eisen mit mir rumschleppe. Na gut, dann gehe ich jetzt mal zurück. Ich habe auch unterwegs helle Pilze gesammelt, weil da meintest du ja irgendwie für diesen Essen, was du machen kannst, da brauchst du helle Pilze für. Also habe ich helle Pilze gesammelt. Helle Pilze. Ja, du Genau. möchtest wieder rauchen. Gelbe und braune. Ich glaube. Ja, genau, gelbe und braune habe ich gesammelt. Ja. Gelbe, Muss man sagen. braune. Nee. I rauch Hä? you boom boom down. Ja, irgend sowas halt. Kokoriko, Korak, Kolo, was kommt jetzt wieder? Gloria. Was haben wir da? Okay. Oh, da ist was. Wenn man das von außen sieht, das Gefängnis ist schon noch ganz schön groß, Das ne? ist riesig, weil wir arbeiten auf einem Miniteil, gell? Ja. Ach so, da haben wir gesagt, was braucht man denn da? Oh, ist das Elektronik, Plastik, kann man alles nicht. Also ich würde sagen, das nächste Mal sammeln wir wieder um eins mehr, oder? Ja. Wen sammeln wir mehr? Nächstes Mal sind wir um eins mehr, um eine Person. Dass wir wirklich schauen, dass wir Schluss machen. Weil sonst, weil wenn einer da dabei ist, der uns hilft wieder, ist wieder natürlich besser. Allerdings. Ja, aber wir brauchen die Aufnahme, damit wir ja für die nächste Woche besser versorgt sind, ne? Achso, okay. Na dann. Ja, sonst hast du ja wieder dann das Problem, dass du für Samstag eine Aufnahme brauchst. Wenn jetzt eine mehr machen, ne, dann hast du das Problem nicht. Na gut, na gut. So, das habe ich, bin gespannt. Aha, okay, 22, das ist immer sehr gut. Sagen wir mal. Was? Okay. Na dann. Werden wir mal. Grüß Gott. Ja, wenn du es siehst. Grüß Gott, der Herr. Stein, 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 so soll es sein, hast du gesagt, gell? Ich bin jetzt gerade draußen jede Menge Fallen anleeren, aber mein Invis ist voll. Das heißt, es wäre vielleicht ganz cool, wenn ihr Ja, mal die lass. ganzen Fälle und alles einsammeln kommt. Das ist dann am letzten das drin. Oder kannst du voll machen gleichzeitig? Was machen? Voll machen. Nee, oder? Ja, aufhören kann ich noch, ja. Aber jetzt allerdings nicht mehr, jetzt bei der letzten Falle. So, Steine kann man da rein. Eisenerz. Es ist kein Scherz. Kommt da einer.
Tack, tack, tack. Gut. Gut. So. Kann ich jetzt noch mal gucken, was ich noch hier aufrüsten kann? Guckst du? Also ich habe auch 4 Stacks Eisenstücke mitgebracht, 4 Stacks Eisenerz. Also Eisen haben wir jetzt wieder. Okay, so, da tue ich da das, da tue ich da das, wie heißt nicht, ne, Harz rein. Du hast jetzt 75 Harz. Sehr schön. Damit lässt sie und 11 Gummiringel da. Damit lässt sich wirklich arbeiten, ja. Damit kann man, glaube ich, was machen. Und da sind wir noch nicht einmal. Da bin ich noch nicht einmal. So. Warum geht es das nicht? Warum kann ich das nicht? Ach so, das ist nicht. Ah, das geht schon. Ja, geht auch. Jetzt schon. Jetzt schon. Ihr seid so böse. Das wird alle ausspucken. So, dann gebe ich dann noch ein paar. Hab, was habe ich da jetzt noch gekriegt? Ihr habt jetzt nur 6 Gummi, Herz, Herz, Dingsbums, Dingsbums da reingeben. Alles klar. Dingsbums. Mhm. Dingsbums, Bums. War noch hier einen gerösteten Vogel. Das da draußen liegt noch was aus. Ich schau gerade aus. Ist das nur zum Aufsammeln oder was? Ja, nur zum Aufsammeln. Muss auch nochmal nachgefüllt werden, die Fallen. Okay. Die alle? Ne, ja doch. Nehmen. Füllen. Welche noch wegschmeißen hier? Ach, da habe ich noch. Ich kann ja noch Barren machen, stimmt. Auch nicht. Hey, die Pilze kann ich ja ablegen, genau. So. Haben wir alle, Dirk? Ja, ist aber. Haben wir alle? Sieht so aus. Ja, okay. Gut, 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 gut. Aber hier müssen wir noch sowas hier machen, was? Ja, seit man noch so. Aber dann schießt das, das Ding da oben gegen, oder? Stimmt. Aber so gesehen, die sind eh. Man, da, so Schneidegeräte kennt man daher dann. So schnelle. Allerdings haben wir da jetzt zwei Weckermaschinen. Munition sollte vielleicht auch mal jemand machen, ne? Munition, da guck mal in die Kiste rein. Ja, ich seh's. Ja, ich bring auch noch ein bisschen Munition mit. Sehr gut. Ich hol mir grad noch mal ein bisschen, ne? Wenn ich aufhöre zu gehen. Ja, bitte. Haben wir jetzt Munition oder nicht? Munition ist genug da, ich bring nachher auch noch welche mit. Okay, okay. Ah.
Also irgendwie fällt mir Fleisch. Wo ist immer das blöde Fleisch drin? Ja, immer neben der Kiste, neben dem Grill. Nee, das ist der Gemüse, oder? Da ist auch, ist auch Fleisch drin. Ja. Achso, da ist das Fleisch. Depp. Okay. So. Okay, essen haben wir genug dreimal, ja. Elektrische Platte. So, jetzt muss ich aber die Batterie auch aufrüsten können. Elektronische Platte. So, Batterie ist aufgerüstet. Das ist immer gut. So, ich gehe auch nochmal auf Aufnahme, dann erkläre ich nämlich euch mal hier so zwischendurch das elektrische System, was wir jetzt hier benutzen. Also, oh, ihr seht diese ganzen grünen Linien hier, die von den ganzen Windmaschinen abgehen. Okay. Aha, jetzt sieht man sie. Abgehen. Versteckt. Zu den jeweiligen Batterien da hinten. Die zwei Windmaschinen da hinten, die waren zu weit weg, deswegen gibt es hier zwei Wandsteckdosen, die das dann halt nochmal verlängern. Diese Stromdrähte laufen dann hier auf zwei Batterien, die quasi als Speicher dienen. Ja, die laufen auch gerade voll sozusagen, das seht ihr ja. Und diese zwei Batterien speisen dann nochmal eine dritte Batterie, auf die die beiden laufen, und diese dritte Batterie speist dann letztendlich unseren Hauptschalter, der immer an ist sozusagen, sobald die Zombie-Nacht läuft, die auch quasi alles in Gang setzt, was jetzt irgendwie elektrisch ist. So, an diese Steuerung hängt dieser Verteiler. Von dem Verteiler geht es dann ab Richtung, ja, zwei Fallensträngen sozusagen, die also quasi laufen. Aber eine dritte Leitung geht dann auch ab Richtung dem zweiten Kontrollsteuereinheit. Und diese Kontrollsteuereinheit ist nur dafür da, um Fallen anzumachen, zu aktivieren bei schweren und bei Riesenzombies. Das ist zum einen hier der Flammenwerfer, der hier hinter steht, und der Mörser, der da oben steht. Da werden wir jetzt auch eine Leitung hinziehen. Ich hoffe mal, dass das geht. Ich vermute mal nicht. Ich denke, das wird zu weit weg sein. Ah, haut genau noch hin. Okay. So, und wie ihr seht, so, jetzt hat quasi der Mörser Strom und würde, wenn dann halt so ein fetter Zombie kommt, dann ihn dann auch beschießen. Ja, das war's von meiner Seite. Und dann gehe ich wieder zurück zu Max. Jo, gibt nicht viel zu sagen. Schaut's zu. Genießt. Und wenn ihr Kritik habt oder wenn ihr Anregungen habt, ist alles herzlich willkommen. Einfach unten hinschreiben in die Kommentare. Wir beantworten selbstverständlich jeden Kommentar. Weil so viele Kommentare haben wir ja nicht, aber das macht ja nichts. Es ist schon in Werten. Genau, letztendlich, es kommt, deswegen machen wir das Ganze auch. Wir freuen uns ja um die Kommunikation mit euch. Deswegen genieße ich dann auch hier immer die Livestream, weil dann immer viel gechattet wird. Ich versuche dann auch immer alles zu lesen, auf alles zu reagieren. Das hat heute am Ende nicht mehr so geklappt, weil ich einfach zu müde wurde. Aber so ist das halt. Ich hoffe, ihr habt da auch mal Verständnis dann dafür. Nein. So. Nein, haben wir nicht. Dafür gibt es gleich Nackenklatsche. Ja, danke, ich wusste es. So, was kann ich denn jetzt noch bauen? Also, das Material habe ich ja Massen jetzt. Also, Mörser kann ich keine bauen. Nee, dann muss der Keks-Chemiker für werden. Ja. Also, ich kann Mörser-Munition auch nicht bauen. Wenn du Mörser-Munition bauen kannst und Kupfer hast, Kupferbarren, dann wäre das nicht schlecht. Also ich habe jetzt 16 mal Kupferdraht, 6 Kupferbahnen und 2 mal Kupfererz. Ja, weil ich habe das Wissen nicht dazu. Macht das Sinn, die Katapulte oben zu elektrifizieren? Ja, absolut. Ja. Achso, die Katapulte, ja schon.
Ja, auf jeden Fall. Schon durch, alleine durch Einstellen, dass sie nicht auf alle schießen, sondern auf bestimmte. Ja, nicht nur das, sondern du bringst da mehr rein als 30 Schuss, ne? Ja, Brauchst das, ich glaube, es kommt dann noch mehr Schuss rein, ja. Ja, du. Ja, da brauche ich auf jeden Fall Motor, Transistor, Stecker. Und also das ist jetzt der dritte Batteriebaut, oder? Okay. Also Power sollten wir dafür haben, für das antreiben zu können. Ja, muss man schauen, was braucht, aber ich müsste schon rechnen. Man sieht selber, wie viel Energie braucht da das Zeugs. So, die drei Motoren habe ich schon mal. Ich glaube, Stecker habe ich noch in der Kiste hinten. Aber nur einen. Hier sind übrigens auch noch mal Sprit und Öl drin, noch mal 80 für 80 Benzin. 80 Öl oder 80 Benzin? Acht Öl. 8 Öl, ja. Naja, wir haben jetzt, glaube ich, 1200 oder sowas Sprit muss umliegen. Genug. Reicht höchstens für 2, 3 Nächte. Ja, nee, das reicht auf jeden Fall. Ich habe auch einen Spaß gemacht. So, dann brauchen wir noch zwei Schalter. Normale Steine brauchen wir bestimmt auch noch kleine, ne, zum Reparieren. Ja, haben wir zwar sicherlich noch irgendwo so 100 rumliegen, aber es schadet nicht, wenn wir die haben. So, pass auf, da sind sie durchgekommen. Okay, das heißt, wir werden da auf jeden Fall. Was brauche ich da? Seile und Holz, das baue ich. Weil da müssen wir ein bisschen zu machen. Das geht so nicht. Weißt du, was wir eventuell nur brauchen, bevor es die Katapulte oben aufrüstet, weil das ist vielleicht nicht so Was denn? wichtig. Unten beim Eingang zwei, drei Schnitzler hin und die eventuell auf Strom setzen. Was, Schnitzel? Schnitzler. Ja, hat Hunger. Ja, kann ich auch machen. Was ich meine? Ja, kann Das ich. glaube ich. War fast wichtiger, glaube ich. So, habe ich das ja. Nochmal Schnitzel. Yes, habe ich gesagt. Ein Schnitzel für den Spitzel. Ui. Das war jetzt der Sprung. So, also Schlitzewerke willst du haben. Das heißt, damit ich Fallen bauen. Aber das ist alles repariert jetzt. Dann brauche ich Fallenmaschinen, Holz und Bretter. Alles repariert, super. Drei Fallmaschinen. Ach, da brauche ich Zahnräder für. Das Gute Das ist, dass reicht, man. meinst du, ne? Ja, müsste reichen. Müsste reichen. Am schönsten war es, wenn wir die auf elektrisch hätten noch. Ja, aber ich muss ja erstmal normale bauen, ne, bevor ich sie aufrüsten kann. Ja, schon klar. Kupfer. Boah, da brauchst du Material für, hey. Ende nie, gell? Also ich habe wieder fast kein Kupfer mehr. Wieder nicht. Bin jetzt fast am Ende. Hat doch irgendwie 11 Barren mitgebracht oder so. Das Ja, geht das geht so so schnell weg. auf. Das geht so weg. Ich habe jetzt schon nur noch 2 übrig. Ich habe hier selber auch noch mal Erz mitgebracht, also. Allein jetzt die drei Schneidewerke, die verbrauchen, brauchst du 3 Fallenmaschinen für, um die nur für normal zu bauen. Ja, und für eine Fallenmaschine brauchst du dreimal Kupfer. Kupferdraht. Das heißt, da brauchst du 9 Kupferbarren für. Okay. Das ist Also sollten wir richtig doch lieber Material. vorher die komischen Dinger da bauen, wa? Ja, Zeug, was du eigentlich. brauchst. Warte mal, Ja. was ich gerade mal wieder gefunden habe. Kupfer! Nee, Katana. Genau. So, wo soll ein Schnitzelwerk denn hin, Max? Findest nur keine Warte ein Klebeband. bisschen. Ja, Klebeband, achso. Was finde ich nicht? Der Klebeband.
Ich hab da nur 22 dieser, wie heißt denn das schnell, Harze reingeben, Ronny. Dafür finde ich alles andere. Dann lasse ich das kleine Katana hier, das ist nur Platzverschwendung. Wir haben so viel Katanas. Ja. Da habe ich auch von Fuß gebrochen. Genau da, wo ich stehe, da die anfangen. Ja, okay. Und dann einfach rein. Tack, tack, tack. Genau. Bitte. Perfekt. Dann ist das einmal abgedeckt. So, pass auf, was. Ja, ich brauche noch Metallstangen. Hobby, was brauchst du denn? Ich brauche 6 Metallstangen. Bitteschön. Jetzt brauche ich noch 14 Nägel. Warte ein bisschen. Die Nägel müssen wir noch ein paar haben. Ja, Metallsachen sind kein Problem. Also Eisen. Nee, Nägel habe ich keine mit. Sorry. So, also ich rüste jetzt hier gerade mal hier vorne am Eingang auf und sorge mal dafür, wieder, dass da vorne die Fallenmaschinen also auch noch Strom bekommen. Heil und Holz, das ich mir nicht abblinken. Hier ist ja schon Schweinshund, ne? Das Spiel ist ja schon ein Schweinehund, ne? Wieso? Will mehr Pfeile bauen. Da spawnt da ganz schnell ein Bär. Wo ist denn im Video drin? Er hat das gerochen. Er war nämlich vorher nicht da. Er hat das gerochen. Eine Eisenader finden. Ist so schön, ja. Das war doch hier dran. Drahtverbinder. Ach da. Kupfer. Dafür brauche ich wieder Kupfer. Gut, ich habe ja Gott sei Dank noch 2. Jetzt habe ich nur noch 1. Na super. Okay, nur mal. Aber bum 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 bum. Nur mal. Ja, ich hing dazwischen fest. Ich wäre nicht. Scheiße, ich weiß, ich kenne das. Ich wäre nicht mal weggekommen. Ich bin genau zwischen 2 gesprungen, weißt du? So. Ich will draußen ein bisschen Spikes bauen. Ich glaube, die sind ganz gut gewesen. Okay. Ja, mach das. Ich bin nur mich auf das Kabellegen an konzentrieren. Ja. So. Also, vorne ist alles wieder elektrifiziert. Jetzt kümmere ich mich mal um die Bergbaumaschinen. Also auch besser. Also wenn ich hier Eisen abbaue, ich habe jetzt 3 Eisen abgebaut und habe 1 Kupfer. Hast du eigentlich schon angeschlossen, ne? Ja, klar. Habe ich doch gerade gesagt. Ja, nein, das stimmt. Ja, so bin ich. Okay. Wow. Nicht anders. Ja, nicht anders. Nicht Andreas. Genau. So, wo sind denn diese Erzmaschinen? Wo findet man die überhaupt? Ich find's auf B. Auf B? Ja. Ah, ich hab's. Bergbaumaschine. Ja, das sind 3 Geräte sind's im Prinzip. Ja, Steinbruchmaschine ist ja nur für Stein. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen wirklich Bergbaumaschine für Erze. Für Erze? Für Erze, die Erze. Weil wir was brauchen?
Ja, weil wir Kupfer ja brauchen und Eisen. Okay. Ich bringe jetzt erstmal ein bisschen was mit, also. Ja. Kann ich auch gebrauchen. Gut. Und Äste brauchen wir auch neu, ne? Ich bin dabei, gleichzeitig Eisen und Äste sammeln. Äste haben wir genug. Wie viel brauchst du? Sind alle weg. Na. Da musst du schauen. Achso, ich habe vergessen zu sagen, auf der anderen Seite von der Säule. Wir sind da drinnen, da ist eine da. Ah, okay, das wusste ich ja nicht. Nee, ich habe vergessen zu sagen. So. Da sind noch genug drinnen. Ich brauche Sicherungen. Jetzt fehlt mir Kupfer. Genau, jetzt fehlt mir Kupfer. Ja, Kupfer, keine Dinge. Weiter komme ich nicht. Kupfer bringe ich dir gleich ein bisschen was mit. Ich muss nur noch zu dir kommen. Okay, alles klar.